Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Maisach. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, wir sind in der wilden Natur bei Maisach. Wir besuchen die Auerochsen. Das da vorne ist der Herr Zeitler. Der kennt sich aus. Mit dem sind Sie vertraut. Müssen wir jetzt da leise sein, Herr Zeitler? Naja, nicht, dass der schrecken und abhauen, die Auerochsen. Aber da ist ja noch ganz viel anderes Zeug hier, gell? Da hört man noch ganz andere schöne Sachen. Ja. Da sind sie, da sind sie. Die wandern rum. Die befinden ja sich nie an einem Ort, oder? Ja, die Weide, die ist ein paar Hektar groß. 4-5 Hektar, gell? Ah, verstehe. Da drüben haben wir eine, das ist die Winterweide. Ja. Die ist, ja, einen guten Hektar, gell? Und dann haben wir oben noch an der Kurve eine, rechts und links drüben. Also, die werden ja auch umgesetzt, je nach Bewuchs, nach Pflanzen. Mhm. Wir können nicht alle Tiere zu irgendeiner beliebigen Zeit auf so eine Fläche setzen. Geht nicht. Nein, das müssen wir genau abstimmen. Wir haben Flächen, die nicht empfindlich sind. Mhm. Die Winterweide, da können es drauf sein, das ist egal wann. Und die Sommerweide oben. Aber die anderen müssen wir je nach Pflanzen, wann die Pflanzen blühen, wann sie aussamen. Gell? Auf die eine dürfen sie erst Ende August. Ach so. Gell? Auch genau abgestimmt. Das können alles, wir da durchgehen, ja, Herr Zeitler? Ja, da ist Strom drauf. Moment, da ist Strom drauf. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt ist gleich der Moment da. Jetzt nähern wir uns den wunderbaren Tieren. Herr Zeitler, was ist jetzt das Besondere an diesen herrlichen Tieren, der Auerochse an sich? Was das Besondere ist? Ja. Ja, erst einmal ist es ein Tier, das früher in ganz Europa heimisch war, ausgerottet wurde. Und das ist jetzt eine Rückzüchtung. Die Brüder Heck, die Tierparkdirektoren von Berlin und München, haben in den 30er Jahren eine Rückzüchtung gestartet. Die Tiere haben ja alle die Gene des Auerochsen. Das stammen alle vom Auerochsen ab. Ja. Und dann ist bei dieser Rückzüchtung sind diese Tiere, so wie wir sie heute sehen, rausgekommen. Und Tiere gibt es jetzt, bundesweit jede Menge. Die stammen aber alle aus München. Aus der Großstadt. Die Berliner zum Kriegsende aufgegessen wurden. Da hat es nichts mehr zum Essen gegeben. Gell? Da sind die dem Hunger zum Opfer gefallen. Was haben die für Anforderungen? Nicht viel? Oder? Die sind sehr genügsam. Ja. Die kommen auch mit einfachem Futter zurecht. Im Winter Heu. Wir brauchen kein extra gutes Heufutter. Die müssen ja keine Milch geben. Ja. Die werden ja eingesetzt zur Landschaftspflege. Denn in dem Gelände, wie Sie da sehen, da mit Maschinen arbeiten, ist ausgeschlossen. Gell? Alles händisch. Und das haben wir eben nicht mehr geschafft. Gell? Dann haben wir gesagt, wir brauchen Helfer und dann haben wir uns die Auerochsen ausgesucht. Wie viele haben sie da insgesamt eigentlich? 8 haben wir jetzt. 8? Werden es noch mehr? Nein, ja, wenn ein Junges kommt, aber dann müssen wieder mal Altes weg. Hm. Das ist schon die Obergrenze eigentlich. Sind die ruhig oder sind die Gewohnheitstiere? Die Tiere sind sehr ruhig vom Charakter her normalerweise. Aha. Gell? Und die wollen aber die Leute schon kennen, oder? Also wenn jetzt ein Fremdes kommt oder so? Ja, weiß nicht, wie es da reagieren. Aha, es ist beruhigend. Da muss man aufpassen. Gell? Ich meine, wenn ich reingehe zu den Tieren, ich rede mit ihnen, die kennen meine Stimme, sind die ganz friedlich, gell? Und ruhig. Und die sind auch, wenn da Leute mit Hunden kommen, die reisen nicht aus. Gell? Gell? Jetzt muss ich mal fragen, die würden den Hund attackieren. Stehen die eigentlich unter Artenschutz? Nein. Nein. Gar nicht. Nein, ist ja auch ganz keine Art. Ich meine, das andere europäische Wild drin, der Wiesent, die hat ja überlebt. Gell? Verstehe. In Polen da drüben, in solchen Sumpfgebieten und so weiter. Ich nehme an, dass da keiner reingekommen ist, um den letzten vielleicht zu erlegen. Gell? Und irgendwann dann nach dem Krieg oder was, da kam doch der Naturschutzbesitzer raus und hat es geheißen, die Tiere müssen überleben, die müssen wir schützen. Gell? Den Auerochsen brauchen wir nicht schützen, weil das ja kein Original ist. Das ist eine Rückzüchtung. Gell? Schauen aber dem Auerochsen sehr ähnlich, haben dessen Eigenschaften geerbt. Gell? Fühlt sich hier in der Umgebung sehr wohl, wie man merkt. Ja, gell?
auch im Winter, macht ihnen gar nichts das aus. Ich wollte nämlich gerade fragen, wo ist es dann, wenn es kalt ist oder Winter, wo sind die dann untergebracht? Die sind auch da. Die, auch hier dann? Ein bisschen ein Baum oder was, wo sie ein bisschen einen Schutz haben. Sonst braucht es nichts. Wenn es schneit, der Schnee liegt auf dem Rücken, der taut nicht weg. Gell? Jetzt muss ich mal fragen, warum ist der Landesbund für Vogelschutz in Bayern hierfür zuständig? Zuständig sind wir nicht. Sie machen das freiwillig. Wir haben uns selber als unsere Aufgabe gestellt, hier das Fußbergmoos wieder wenigstens teilweise zu erhalten. So wie es früher mal war, wird es nicht mehr. Aber wenigstens etwas. Im Moor gibt es ja auch keine Bäume normalerweise, weil es nass ist. Mhm. Das ist schon entwässert. Mhm. Das wurde ja kräftig entwässert. Ja. Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also hier wären wir eigentlich versumpft, oder? Ja, da waren wir früher ganz versumpft, gell, wo wir jetzt stehen. Man sieht ja, wie es hier schlammig ist und weich. Gell. Und ist aber, weil es eben trocken ist. Gell. Mhm. Aber der Biber hilft uns etwas. Der Biber hilft Ihnen. Anderswo wird er nicht so gern gesehen, der Biber. Bei Ihnen gut, schon? Der hat einen Teil unserer Wiesen auch unter Wasser gesetzt. Das ist wieder nicht so gut. Gell? Ja. Aber ansonsten hilft er, das Moos wieder ein bisschen zu renaturieren, weil es eben nässer wird. Jetzt feuchter. Ich meine, jetzt mal der Laie an sich. Aber das Horn an sich, was er trägt, ist auch besonders, gell, vom Auerochsen. Ja, die haben große Hörner. Wahnsinn, wie groß, was für einen Umfang kriegen die denn? Der hat ja schon eine Spannweite von 1,20, glaube ich. Gell? 1,20? Ja, ja. Da, wenn man an den Zaun hingeht, und der steht vor einem, wenn der den Kopf seitlich wendet. Muss man aufpassen. Der nimmt die mit. Vor allem beim Füttern. Wir füttern da unten ja im Winter. Ja. Und es wird vom Zaun aus, werden die Tröge befüllt. Wenn man da zu nah hingeht und der dreht den Kopf um, da muss man aufpassen. Gell? Sag mal, wo kommt denn eigentlich die Begeisterung dann her für dieses Tier auch? Stehen Sie da manchmal da und beobachten das? Ja, ich bin oft da. Früher, die sind unter meiner Vorstandschaft angeschafft worden. Ja. Und da haben wir Tiere angeschaut. Da waren Highlanders waren noch im Gespräch. Und die Galloways. Dann haben wir als erstes diese Tiere angeschaut. Da habe ich gesagt, Freunde, wir brauchen gar nichts mehr irgendwo hingehen, die oder keine. Für mich war das Liebe auf den ersten Blick. Schöne Tiere. Und wenn ich da rauskomme, das ist für mich einfach ruhig Seele baumeln lassen, wenn ich denen zuschaue. Es ist wirklich schön. Wirkt wirklich sehr schön. Die nehmen uns halt eine Menge Arbeit ab. Gell? Das hoffe ich doch. Ich danke Ihnen für die Zeit. Wir wollen Sie in Ruhe lassen. Das Kamerateam verabschiedet sich wieder von den Auerochsen hier in Maisach. Danke Ihnen und auf, dass Sie noch so wunderbare Tiere weiter hierher bringen. Naja, die werden noch eine Weile bleiben. Gell? Die sollen uns weiterhin helfen. Und bis jetzt sind sie auch alle gesund. Ja. Gell? Die sind wirklich sehr resistent und widerstandsfähig. Und ruhig vor allen Dingen. Gell? Die lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Allerdings, einmal war ich da unten. Am Winter, am Zaun, kam ein Ehepaar mit dem Hund und der hat da gestanden, dauernd reingebellt. Gell? Ja. Dann sind die immer näher gekommen. Gell? Uiuiui. Da habe ich gesagt, meinen Sie nicht, dass Sie mit dem Hund da weggehen sollten? Der Zaun, der dünne, der Drahtzaun, der hält die zwar zurück normalerweise, also, aber wenn die narrisch wären, dann halten die nicht auf. Hab ich gesagt. Und die greifen an. Gell? Ich habe es einmal erlebt, da hat uns ein Stier angegriffen, weil man sie gängeln wollten. Hm. Wir wollten die treiben. Hm. Mögen die überhaupt nicht. Gell? Gängeln, treiben oder irgendwas. Lasst es einfach in Ruhe. Die müssen so freiwillig gehen. Man muss es hinkriegen, dass sie freiwillig da gehen. Die werden, wenn die umgesetzt werden, müssen wir immer einen Zaun spannen, hier die Straße hoch oder dahinter, damit die, und die Wege kennen es aber jetzt. Mhm. Die Alten und die Jungen gehen da mit. Mhm. Aber gängeln oder treiben geht nicht. Also alles in Ruhe bewahren. Herr Zeitler, unsere Zeit ist leider vorbei. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Machen Sie es gut hier aus Maisach. Und mit dieser Ruhe verabschieden wir uns von hier aus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Maisach. Wechseln auch Sie.